So, es ist Donnerstagmorgen. Wir haben es geschafft. Wir sind gestern angereist. Da oben ist unser Zimmer. Da kommen jetzt gleich noch René und Hanna. Wir sind hier direkt am See. Das kann man jetzt von hier unten gar nicht so gut sehen. Und wir starten jetzt den ersten Tag auf die Messe. Wir sind schon ganz aufgeregt. Wir waren donnerstags noch nie. Mal gespannt, ob da wirklich so wenig los ist heute. Und wen wir schon so alles treffen werden. Wir sind gespannt. Gerade packen wir das Auto. Bis später. Gestartet hat unser Messe-Donnerstag erstmal mit ein paar Fotosessions. Und dann haben wir uns mit ein paar YouTubern im Pressebereich zum Kaffeetrinken verabredet. Weiter ging es dann zum Fischer Verlag, wo wir mit diesen mega riesengroßen Ausgaben von unseren Lieblingsbüchern ein paar Fotos gemacht haben. Vorm Essen noch ein schöner Sonnenuntergang. Erster Messetag ist um. Wie ist die Lage? Anstrengend. Hunger? Das geht eigentlich noch. Das geht. Ich zeige euch mal was Schönes. Sehen die was? Ja. Lass gucken. Ja, die sehen was. Sehr gut. So, wir sind jetzt zum Essen verabredet und müssen jetzt mal eben gucken, wo wir jetzt hingehen müssen. Und ja, dann melde ich mich gleich nochmal. Wir suchen das Essen. Teelöffel. 64 Hier seht ihr jetzt, was wir zu essen gefunden haben. Das war sehr, sehr schön und sehr lecker. Auf dem Rückweg haben wir dann diesen schönen Spruch gefunden, der unter diesen nackten Männern hing. Und am Freitagmorgen wurde dann erstmal geübt, Fotos mit der Kamera zu machen. Tag 2, es ist Freitagmorgen. Wir haben gerade gut gefrühstückt, sind jetzt gerade das Auto am Beladen. Der Mann sitzt schon drin. Und dann geht's los zur Messe. Wir haben heute 2 Termine. Die gehen aber von 12 bis 16:30. Mal gucken, wie das so wird. Und dann melde ich mich einfach gleich nochmal. Bis später. Ganz viel Zeit am Festerstand verbracht und nach schönen neuen Grusellektüre Ausschau gehalten. Still und heimlich Frank beobachtet. So, wir haben uns jetzt gerade schon mal durch Halle 1, 3 und 5 halb gekämmt, aber die Gänge sind schon sehr, sehr voll. Hanna macht jetzt hier gerade Fotosession mit René am Thalia-Stand. Und wir gucken mal. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst vor Halle 2 und 4. Mal sehen, wie es da abgehen wird. Frank habe ich dann doch noch vor die Kamera gezerrt. Und Inge durfte natürlich auch nicht fehlen. So, wir haben jetzt auch Halle 3 geschafft und Halle 4. Jetzt gehen wir zu einer kleinen Kaffeepause. Wir sitzen jetzt gerade draußen im Raucherbereich und warten auf Hanna. Die musste noch mal eben auf die Suche nach dem Federherz Verlag gehen. Den haben wir nämlich beim Durchgehen nicht gefunden. Und ja, dann fehlt uns noch Halle 2. Zwischendurch immer wieder Ruhe im Pressebereich genossen. Zeit, um Lieblingsautoren zu treffen, hatten wir natürlich auch. Und in der Flora und Fauna von Chest of Fandoms haben wir auch etwas Zeit verbracht. Große Werbeplakate für Fotos ausnutzen. Und wunderhübsche, aufgedruckte Bücherregale bewundern. Dann ging es zu Jap Robin und hier ein Gedicht von ihm. Du bist zu kurz geblieben, um zu spüren, wie warm Wangen sind, wie Sehnsucht manchmal nach einem Glas Wasser schmeckt, was nach dem Winter kommt.
dass ein abgeschnittener Zweig in einer Vase weiterblüht, ohne seinen Bäumen zu vermissen. Nur die Sonne hat keinen Schatten. Wie Gül sind. Das ist Leben war, was durch deine Wimpern schimmerte. Und wie langsam danach der große Zeiger auf die kleine zukriecht. Stunde um Stunde. Nach der Veranstaltung gab es auch hier noch ein nettes Gespräch und ein schönes Foto. Und dann haben Hanna und ich es uns nicht nehmen lassen, ein paar schöne Fotos an dem Penguin-Stand an Tammy Fischers neuen Buch aufzunehmen. Denn da gab es einen ziemlich coolen Beauty-Spiegel und zwischendrin immer wieder Kaffeepausen. Auch am Freitagabend wieder ein sehr schöner Sonnenuntergang. Und dann ging es für uns an die Rennbahn Scheidhof auf eine ganz tolle Lesung von Ines Kerl, Beate Rügert und Stefanie Martin unter dem Namen Female Rebels. Das war eine richtig schöne Atmosphäre und eine richtig schöne Location. Das hat großen Spaß gemacht, die Bücher mal in Action zu sehen. Und die anderen beiden Titel, das von Ines habe ich ja bereits gelesen, und die anderen beiden Titel sind beide auf die Wunschliste gekommen. Die Titel zu den Lesungen, die verlinke ich euch mal unten, also die Buchtitel. Dann könnt ihr euch das auch mal ganz in Ruhe anschauen. Wir hatten ganz schön viele Aufbackbrötchen dabei. Einziges Manko, es gab keinen Backofen. Am Samstagmorgen haben wir dann bei Ines am Stand erstmal einen Sekt bekommen. Und dort durfte ich auch Ella Marx kennenlernen, deren Bücher ich im Gepäck mitgenommen habe. Dann sind wir ein paar schöne Buchschnitte bei Buchmädchen-Spingsen gewesen. Nochmal schnell Blumen und Fauna bei Chest of Fandoms genießen. Dort gab's dann auch Tee aus kleinen Tassen. Und jetzt habe ich einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit Laura Purcell. Auch die viktorianischen historischen Romane von Laura Purcell. Wir begrüßen ganz herzlich Laura Purcell als unser Ehrengast. Hallo. Victoria. Im Mercury-Theater kursieren Gerüchte, die neue Hauptdarstellerin Lilith Erickson soll mit Melpomene, der Muse der tragischen Dichtung, einen Pakt geschlossen haben. Ihre Zofist Jenny ist skeptisch, denn Lilith ist eine Frau mit einem gestörten Wesen. Auf der Bühne scheint sie von den Figuren, die sie spielt, besessen zu sein. Doch abseits der Bühne verläuft ihr Leben so tragisch, als beeinflusse es die Muse, die sie inspiriert. Als eine teuflisch gute Lilith als Lady Macbeth die Zuschauer betört und sich einige unheimliche Vorfälle ereignen, schwinden Jennys Zweifel. Könnten die Gerüchte wahr sein? Sind dämonisch dunkle Mächte am Werk? Und was wird der Preis sein, wenn die Muse ihre Bezahlung einfordert? Und mehr verraten wir jetzt noch nicht, aber wie gesagt, wie wir gehört haben, die Handlung spielt am Theater. Wieso Theater und was fasziniert Sie am Theater? I've always loved the theatre. I studied drama at school, and I like to act, but I'm bad at it, so I like to read plays instead. And I've always really enjoyed the story, The Phantom of the Opera, is that over here? Yeah. And I love that story, and it inspired me to write something ghostly of my own set there. Sie liebt das Theater schon immer. Sie hat auch Schauspiel studiert, ist aber keine besonders gute Schauspielerin und hat sich da lieber aufs Lesen von Dramen verlegt. Und was sie besonders gerne mag, ist das Phantom der Oper, das hier ja sicherlich auch alle kennen. Und das mag sie so gern, die Geschichte fasziniert sie so sehr, dass sie beschlossen hat, auch mal ihre eigene Version zu schreiben. Also eine Gruselgeschichte, eine Spukgeschichte, die am Theater, im Theater spielt. Es gibt sehr, sehr viele Zitate aus klassischen Theaterstücken, unter anderem von Shakespeare. Das heißt, Sie waren mit den Texten vorher schon vertraut oder haben Sie dafür ganz viel recherchiert? A bit of both. I knew a lot of Shakespeare.
but I studied it again. I read all the plays again that I wanted to put in the novel. And I also watched them again. Shakespeare's Globe in London, they have an online Globe player, it's called. So when you can't get to the theatre, you can watch it online. And I did that with a lot of Shakespeare's plays to see how they staged it and just bring the text alive in different ways to get my imagination working. Sie hat Shakespeare natürlich, wie es... Also wie das in England üblich ist, liest man Shakespeare bereits in der Schule. Also sie kannte natürlich ihren Shakespeare, hat aber viele Stücke nochmal gelesen und hat sich auch viele Stücke nochmal in Inszenierungen angeguckt. Es gibt ja das berühmte Globe Theatre in London, Shakespeare's Theater, das, wenn man es nicht nach London schafft, tatsächlich wohl auch eine Online-Präsenz hat, sodass man sich die Stücke auch im Internet zu Hause angucken kann. Guter Tipp, würde ich sagen. Und da hat sie sich dann mit vielen Stücken nochmal sowohl im Lesen als auch im Anschauen vertraut gemacht, um sie dann verwenden zu können für ihre flüsternde Muse. I like to leave it unclear, so the reader can decide what they want to believe. Because I know some readers don't like supernatural explanations. And I like to leave it to the reader to make up their own mind. I like for both explanations to be equally kind of plausible, and you can choose which one you want. Tatsächlich ist das von Anfang an so geplant und ist Absicht, dass man am liebsten die ganze Zeit von ersten Seite bis zur letzten im Dunkeln gelassen wird, ob diese Ereignisse in den Büchern übernatürlich sind oder nicht, weil Laura weiß, dass Leser und Leserinnen gibt, die das Übernatürliche eben nicht als Erklärung wollen, die das langweilig und doof finden. Deswegen lässt sie es mit Absicht immer in der Schwebe, ob es eine natürliche Erklärung gibt oder eben nicht. Danach habe ich mich mit Julia getroffen und wir haben ein Foto mit Laura gemacht. Und dann gibt es jetzt noch mal ein paar Impressionen von den Messeständen. Oh, Lieblingsbuch entdeckt. Und mit Thorsten noch am Festerstand verabredet, dass wir uns auf jeden Fall noch sehen. Abends ging es dann für uns in den Ratskeller zum Essen. Danke an diese schöne Runde. Es war sehr schön, euch wiederzusehen und kennenzulernen. Ja, und dann ging es für uns am Sonntagmorgen auch nach Hause. Wir sind ziemlich zeitig aufgebrochen, denn die Fahrt von Leipzig in die Eifel sind 6 bis 7 Stunden. Und da war das Wochenende für uns leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Musik